Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also ich muss ehrlich sagen, ich finde den Umgang mit dem Thema und diese Debatte hier irgendwie unangemessen. Möglicherweise ist es ja auch kein gutes Thema für eine Große Anfrage, sondern es ist ein Thema, dem man im Ausschuss und im Senat mit dem nötigen Ernst nachgehen muss. Und ob dieser nötige Ernst tatsächlich vorliegt, daran habe ich aber auch meine Zweifel. Berlin ist Hauptstadt, klar, aber ob Berlin auch Hauptstadt der Asbestbelastung ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Spektakuläre Asbestsanierungen wie beim Palast der Republik, dessen Kontaminierung seinerzeit als Argument für den politisch motivierten Abriss herhalten musste, sind Geschichte, Gott sei Dank könnte man sagen. Es gibt die Pirchau-Schule mit der Asbestbelastung und dem Handlungsbedarf. Beim ICC streiten die Experten noch über die Gefahr, die aus der konkreten Art der Asbestverbauung dort resultiert. Es wird noch eine Asbestsanierung der Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße geben müssen. Und es gibt auch noch den Steglitzer Kreisel. So weit, so schlecht. Aber die Situation in Berlin ist vergleichbar mit anderen Städten, weil eben Asbest bis in die 80er Jahre legal und flächendeckend verbaut wurde. Hinweise auf eine besondere Häufigkeit von Asbest in Berliner Bauten sind uns nicht bekannt. Ungeachtet dessen ist der Umgang mit Asbest ein ernstes Thema, denn die erheblichen Gesundheitsgefahren, die von dem Baustoff ausgehen, wenn er nicht mehr gebunden ist, die bezweifelt wohl niemand. Schadstoffe und deren Wirkungen bleiben für Laien oft unerkannt und deshalb sind Information und Aufklärung umso wichtiger. Die Anfrage der Grünen bezieht sich auf die Asbestbelastung in Wohnungen. Und man muss sagen, über die Belastungen in landeseigenen Wohnungen wussten wir früher mehr als heute. Über den Stand der Beseitigung von Asbest bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen wurde zuletzt im Jahr 2000 berichtet. Ich wiederhole 2000. Von da kommt die Zahl 53.000 belasteter Wohnungen. Auch wir fordern den Senat deshalb auf, die Asbestbelastung in städtischen Wohngebäuden aktuell ermitteln und bewerten zu lassen. Ein Kataster mit Dringlichkeitsstufen für die Beseitigung von Asbest ist sinnvoll und es trägt zur allgemeinen Aufklärung und Information bei. Und ein solches Kataster, will ich ergänzen, sollte sich eben nicht nur auf Asbest beschränken, sondern auf alle gesundheitsgefährdenden Stoffe hinweisen, die nach heutigem Wissensstand in Wohnungen nichts zu suchen haben. Die Wohnungsunternehmen werden zudem gut beraten, ein Sanierungsregister zu führen, um den Überblick zu behalten, in welcher Wohnung sie schon waren, wo sie nur die asbesthaltigen Bodenplatten und wo aber auch den Kleber mit entfernt haben. Ein solches Kataster ist eine sinnvolle Sache. Und ich finde es im Übrigen sehr gut, und ich hoffe, dass es stimmt, dass die Wohnungsunternehmen in ihren Sanierungsplanungen jetzt das Thema Asbestsanierung noch mal mit einer gesonderten Ernsthaftigkeit aufgenommen haben. Der Senat hat übrigens schon 2013 angekündigt, zur Aufklärung ein Informationsblatt zum Umgang mit Asbest für Eigentümer und Nutzer von Gebäuden zu erarbeiten. Heute hat Senator Müller diese Ankündigung wiederholt, nach einem Jahr. Insofern stellt sich schon die Frage, wann es denn nun endlich vorgelegt wird. In der Ausschussanhörung, die vor einem Jahr ungefähr stattfand, hat der Rechtsanwalt einer klagenden Mieterpartei erklärt, er kenne keinen einzigen Mietvertrag, in dem auf Asbest hingewiesen wird. Der Vertreter des BBU erwiderte daraufhin, es läge ein Mustermietvertrag für asbestbelastete Wohnungen vor. Werden nun Mieterinnen und Mieter mit einem solchen Zusatz zum Mietvertrag ausgestattet und auf diesem Wege sowohl über ihre Pflichten als Mieter, aber eben auch über die Pflichten der Wohnungsunternehmen zum Umgang mit Asbest informiert? Darüber habe ich heute hier nichts gehört. Und stehen diese Informationen im Übrigen auch in mehreren Sprachen und in verständlichen Worten zur Verfügung, damit eben keine Ängste geschürt werden, damit Unkenntnis und verständlicher Verunsicherung wirksam begegnet wird? Auch dazu war heute nichts zu hören. Neben der Informationsebene gibt es die rechtliche Ebene für den Umgang mit Gefahrstoffen. Ich verweise auf die Bauordnung § 3, die eindeutig ist. Zitat, Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. Zitat Ende. Hier besteht also kein Handlungsbedarf und wenn man neue Erkenntnisse hat, dann muss man bei der baulichen Herrichtung sich entsprechend anders verhalten als früher. Diese Vinyl-Asbestplatten, über die hier immer geredet wird, sind ja meistens schon ziemlich alt, 40 Jahre oder so. Wir haben keine belastbaren Erkenntnisse zu deren Lebensdauer und Haltbarkeit.
dass bei Beschädigungen unverzüglich gehandelt werden muss. Das sollte wohl allgemeiner Konsens sein. Das erwarten wir von den städtischen Wohnungsunternehmen und auch von allen anderen Vermietern. Und wir erwarten zudem, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen gegenüber den Mieterinnen und Mietern, die für die Zeit der Sanierung vielleicht eine Ersatzwohnung brauchen, aber auch gegenüber Beschäftigten, die die Sanierungsarbeiten durchführen. Deshalb müssen die Aufträge ausschließlich an zertifizierte Firmen erteilt werden und die Sanierungsdurchführung muss sorgfältig kontrolliert werden. Es ging hier schon um das Thema Geld. Natürlich muss finanzielle Vorsorge für die Asbestsanierung getroffen werden. Die 55 Millionen Euro allein fürs Märkische Viertel sind erwähnt worden. Und ich muss deutlich sagen, dass ich es richtig finde, dass bei einer umfassenden Sanierung selbstverständlich auch eine vollständige Entsorgung der Asbestmaterialien stattfindet. Diese Mehrkosten sind als Vorsorge vor gesundheitlichen Gefahren kein verschwendetes Geld, zumal sie bei einer wie auch immer gearteten weiteren baulichen Veränderung ohnehin anfallen würden. Und deshalb ist auch klar, dass es bei diesen zweistelligen Millionenbeträgen wie im Märkischen Viertel eben nicht bleiben wird. Für alle städtischen Wohnungsbaugesellschaften geht der BBU von knapp 50.000 betroffenen Wohnungen und von Sanierungskosten von 350 Millionen Euro aus. Er rechnet weitere, ich glaube, etwas zu hochgegriffene 200 Millionen für Umzugskosten und Umsatzwohnungen, die wegen der Gesundheitsgefahr bereitgestellt werden müssten. Selbst wenn wir uns also auf um die 400 Millionen Euro verständigen würden als Gesamtkostenansatz allein für die städtischen Wohnungsunternehmen, dann ist völlig klar, dass diese große Summe nicht einfach so gestemmt werden kann, wenn man alle anderen Aufgaben auch noch bewältigen muss. Dann brauchen die Wohnungsunternehmen finanzielle Unterstützung des Landes Berlin. Und dass wir nicht sagen können, weil wir die nicht geben können, muss eben die Asbestsanierung unterbleiben. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das nicht geht. Und da die Lebensdauer, wie ich schon gesagt habe, dieser Asbestplatten möglicherweise recht bald erschöpft ist, wird dieser finanzielle Aufwand eher früher als später kommen. Wir sind der Auffassung, dass Asbest und andere Schadstoffe in Wohnungen besser heute als morgen entsorgt werden sollen. Und deshalb sind wir auch für einen Sanierungsfahrplan für asbestfreie städtische Wohnungen und öffentliche Gebäude spätestens in 10 Jahren. Vielen Dank.